Warum du solche Senker auf keinen Fall für deine Holzwerkstatt kaufen solltest, erkläre ich dir im Video. Ich bin Matthias, das ist Buddy. Und hier wohnen wir seit kurzem mit unserer Familie. Heute also ein kurzes kleines Erfahrungsvideo. Wie viele von euch habe ich am Anfang meiner Heimwerkerkarriere oder hier auch mit der Holzwerkstatt natürlich das eine oder andere kleine Werkzeug gekauft, ohne mich groß darüber zu informieren, taugt das überhaupt genug oder ist das für den Anwendungsfall, den ich habe, überhaupt geeignet oder gibt es bessere Alternativen? Und auch wenn es oft bei kleinen Werkzeugen man das dann so macht, ärgert man sich ja trotzdem, wenn man dann feststellt, puh, war eigentlich völliger Quatsch, das zu kaufen. Und genau so ein Beispiel ist dieser Senker. Damit euch das nicht auch passiert, will ich euch jetzt kurz erklären, was ist hiermit das Problem und was ist die bessere Alternative in der Holzbearbeitung. Ich würde sagen, fangen wir an und ich zeige euch erstmal, warum die nichts taugen. Ich habe kurz einen kleinen Restabschnitt vorbereitet, den werde ich immer fix einspannen, damit ich ihn gut bearbeiten kann. Einfach so ein Rest Buchenholz, den ich rumliegen habe und zeige euch kurz mal, was das Problem ist. So, dann spanne ich den hier mal ein. Mit diesen Senkern, ne, ich zeige euch den noch mal im Detail, das ist halt hier so ein einfacher Senker. Der hat halt letzten Endes drei solche Schneiden. Hier ist also ganz kurzer Anwendungsfall. Ich bohre typischerweise ja irgendwas vor. Also mache ich gerade rein. So, richtig schön ausspannen. So, und jetzt kommt der Senker zum Einsatz. Ja, das ist der, den ich euch gerade gezeigt habe. Den habe ich auch nicht so viel benutzt, ist also auch noch ziemlich scharf. Eben weil ich relativ schnell festgestellt habe, dass der nicht taugt. So, und jetzt senken wir hier, setzen wir an. Ich mache auch noch mal was daneben und dann zeige ich euch das gleich mal im Detail. Hier noch mal ohne Bohrung. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, natürlich senkt dieser Bohrer, aber das, was der hier senkt, ist halt nicht schön ausgearbeitet, sondern das ist vor allen Dingen nicht rund. Und man sieht hier tatsächlich diese einzelnen Stufen, die da entstehen. Ich versuche das mal ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven einzufangen. Ich hoffe, man sieht das halbwegs. Ja, und genau das ist einfach absolut unschön und war für viele meiner Zwecke halt nicht geeignet, weil es einfach ein unsauberes und ein unschönes Bohrbild gibt, auch wenn man dann die Schraube versenkt hat. Ich habe das jetzt natürlich ein bisschen größer gemacht, damit man das nochmal deutlicher sieht. Aber auch bei kleineren, also wenn man nicht so tief senkt, ist das Problem exakt das gleiche. Gut, und was ich auch beobachtet habe, ich habe jetzt diese Senker auch in verschiedenen Materialien verwendet, auch schon im Weichholz, auch, auch für Metall kann man die grundsätzlich verwenden, aber gerade auch bei Bohrungen Metall, wenn man dann noch ein bisschen senken will, ein bisschen entgraden will, habe ich am Ende dasselbe Problem. Je härter das Material, umso stärker ist das typischerweise zu sehen. Dann wird das Loch, gerade im Metall zum Beispiel, fast dreieckig und nicht mehr rund. Jetzt ist natürlich die Frage, woran das liegt. Und gerade wenn man freihändig bohrt, was ja bei der einen oder anderen Anwendung notwendig ist, dann ist es gerade, wenn hier dieser Bohrer eben nur diese drei Schnittseiten hat, dann eiert der natürlich so ein bisschen hin und her beim Bohren. Also er läuft ja an der Bohrung nur rundlang, so stelle ich mir, also so erkläre ich mir das, dort wo der hier auflegt und in diesen großen Zwischenspalten eiert der natürlich rum, gerade beim freihändigen Bohren. Gut, was ist die erste Alternative, die ich ausprobiert habe? Das zeige ich euch jetzt. Naheliegende Alternative sind natürlich diese Bohrsenker, die es auch überall gibt. Also Senker und Bohrer gleich miteinander kombiniert. So, zum einen denke ich mir jetzt erstmal, oder sollte man denken, den Vorteil, dass der Senker ja geführt wird durch den Bohrer in der Mitte. Das heißt, er sollte jetzt gar nicht so viel hin und her vibrieren. Und gerade bei der Ausführung beispielsweise seht ihr hier, habe ich auch sehr viel mehr Seiten, an denen geschnitten wird. Der sollte also insgesamt runterlaufen. Ich habe nicht nur drei Seiten, sondern habe halt hier entsprechend mehr Seiten und kleinere Abstände. Deswegen der insgesamt besser laufen sollte. Probieren wir aus und gucken uns das Ergebnis gleich mal an.
Jetzt also nochmal das Ergebnis des Bohrsenkers. Ich finde schon deutlich besser. Also das gesenkte Stück ist auf jeden Fall auch richtig schön rund. Hat halt nicht solche Ecken wie hier das beispielsweise. Auch wenn ich nicht ganz so tief reinbohre, ist das schön rund. Hier habe ich den Bohrer ein bisschen schräg angesetzt, deswegen ist das nicht ganz mittig zentriert. Aber das lässt sich ja durch senkrechtes Bohren dann vermeiden. Aber ich finde das Ergebnis schon deutlich besser als mit diesen normalen, einfachen Senkern, die nur diese drei Seiten haben. Sehr viel schöneres Bohrbild und funktioniert genauso gut. Dann will ich euch gerne noch eine zweite Alternative zeigen, die eigentlich mein persönlicher Favorit bisher ist, zumindest für die meisten Anwendungen. Was genau das ist, erkläre ich euch dann gleich nochmal. Aber ich zeige euch erstmal, was ich meine. Dafür bohre ich jetzt hier erstmal ganz normal wieder mit einem Bohrer vor. Mache auch nochmal eine zweite Bohrung mit einem größeren Bohrer. So, und dann kommt auch schon meine Alternative zum Einsatz. Und zwar ist das ein sogenannter Querlochsenker. Die sehen halt so aus. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Und da zeige ich euch jetzt gleich mal das Ergebnis. Erstmal mit dem kleinen Loch. Dann bei dem größeren. Und nochmal ganz ohne Bohrung. So, und auch das zeige ich euch aus der Nähe. Hier seht ihr das Ergebnis nochmal aus der Nähe mit verschiedenen Bohrgrößen. Erstens finde ich hier das Ergebnis wirklich am besten. Ich habe eine wirklich runde Öffnung dort, wo der Senker gearbeitet hat. Kann auch gut zentrieren, auch bei größeren Bohrungen, sodass das Loch schön in der Mitte sitzt. Und es geht typischerweise auch an Stellen, wo ich nicht vorgebohrt habe. Da muss man natürlich ein bisschen mehr drücken, weil dieses Querloch nicht direkt unten anfängt. Aber auch das geht. Hier habe ich ein Stück Buche, an dem ich euch das Beispiel gezeigt habe. Da wurde das am deutlichsten. Und ja, das ist mein Favorit in Sachen Senkern. Warum ich nicht immer diese Bohrsenker benutze, wie ich hier benutzt habe, die auch ein gutes Ergebnis liefern, sondern in den meisten Fällen eigentlich ehrlich gesagt das hier benutze, das erkläre ich euch jetzt. Jetzt habe ich euch die beiden oder die einzelnen Varianten einfach mal gezeigt. Wie gesagt, die aus dem ersten, die kommen für mich gar nicht mehr in Frage. Die benutze ich wirklich überhaupt nicht mehr. Die werde ich wahrscheinlich demnächst auch entsorgen, weil sie in den allermeisten Fällen für mich einfach nichts taugen. Wenn jemand einen Fall kennt, wo die besonders gut geeignet sind, kann es mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Aber jetzt kurz die Erklärung, warum ich tatsächlich die auch noch lieber verwende als die. Die sind schon hervorragend geeignet. Ihr habt das Ergebnis gesehen und die sind vor allen Dingen dann richtig gut, wenn ich wiederholgenau und ganz schnell hintereinander viele Bohrungen machen muss und senken muss. Dann sind die natürlich perfekt, weil sie mir einen Arbeitsschritt sparen. Also ich muss nicht erst noch irgendwie mit zwei Akkuschraubern hantieren, kann direkt bohren und senken in einem Schritt. Aber was ist mein Problem mit diesen Senkern? Naja, für mich ist das relativ naheliegend. Erstens habe ich hier natürlich, brauche ich immer eine passende Kombination aus Senker und Bohrer. Das heißt, wenn ich kleinere Löcher brauche für kleinere Schrauben oder ich brauche mal längere Löcher für längere Schrauben zum Bohren, dann brauche ich halt immer den passenden Bohrsenker, also die richtige Kombination. Der Senker muss halt zum Bohrer passen und typischerweise habe ich genau die Größe, ist meine Erfahrung, immer nicht da. Das heißt, die besorge ich mir und die schaffe ich mir an in dem Moment, wo ich halt wirklich weiß, ich habe mit einer Schraubensorte ein Bauvorhaben, wo ich extrem viel vorbohren und senken muss, dann lohnt sich aus meiner Sicht die Anschaffung von so einem Bohrsenker, weil er mir Arbeitsschritte erspart. Aber am flexibelsten bin ich tatsächlich aus meiner Sicht nach wie vor mit einem Set aus verschiedenen Bohrern und einem kleinen Set an verschiedenen Querlochsenkern. Die gibt es in verschiedenen Größen, also ich habe hier mal noch die Größe liegen, die Größe, habe ich auch noch mal einen ganz großen. Den habe ich mir tatsächlich sogar angeschafft, weil ich ja an meiner Werkbank noch ein Lochraster bohren möchte mit 19er Löchern und dann kann ich tatsächlich das in Graten auch mit so einem Querlochsenker machen. Habe ich schon probiert, seht ihr hier an diesem Schraubstock, geht hervorragend. Das ist einfach für mich die flexibelste Lösung, mit der ich die meisten meiner Projekte realisieren kann. Ich habe einfach ein Set von 4 oder 5 verschiedenen solcher Querlochsenker, habe mein normales Bohrerset, meine Bohrer in verschiedenen Längen und kann damit eigentlich jedes Projekt realisieren. Auch wenn ich dann ab und zu mal entweder mit 2 Akkuschraubern oder mit einem Wechsel zwischen Bohrer und Senker arbeiten muss, hat in den meisten meiner Projekte bisher aber gut funktioniert, weil so extrem viele Bohrungen habe ich eher selten. Und wenn ich so einen Fall habe,
dann besorge ich mir mal ganz spezialisiert den dafür passenden Bohrer und Senker. Gut, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und vermeidet, dass ihr Senker kauft, die nichts taugen. Ich hätte das gerne früher gewusst, jetzt weiß ich es, jetzt bin ich schlauer und jetzt habe ich auch meinen Favoriten rausgefunden. Wenn euch das auch gefallen hat, gebt mir gerne ein Like. Wenn ihr noch eine andere Alternative habt oder eine Idee, wo die Dinger gut geeignet sind, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich über ein Abo. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß!